und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Brille auf. Moment. Nochmal bitte die Musik. Hallo, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu den Nachrichten mit Emil. Sozusagen die Emil-Nachrichten. So, wir gucken erstmal, was so passiert ist. Oh, der Zettel ist falsch. Also, erste Nachricht. Oh, oh, oh. Im Bauraum ist heute wieder der gefährliche Vulkan Popocatépetl ausgebrochen. Ein schöner Name, Popocatépetl. Ja. Das sehen wir hier auf den Bildern. Schien was los, aber die gute Nachricht ist, alle Dinosaurier konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nächste Nachricht. Oh, die Holzwerkstatt hat eröffnet. Im Garten wurde viel gearbeitet, damit die Holzwerkstatt auch im Sommer benutzt werden kann. Hier sehen wir einige Bilder. Oh, so, jetzt könnt ihr das noch sieht erzählen. Aus wie ein fetter Regenwurm. Der ist so viel größer. Guck mal, der ist jetzt so lang. Oh ja, der schlängelt sich immer größer und größer. Ist cool. Der wird immer größer. Aber der geht immer weiter rein. Sehr schön. Der waren sie auf jeden Fall fleißig. Nächste Nachricht. Gesucht wird ein Eierdieb, der 3 Eier von meinem Kumpel, den Kasper, geklaut hat. Den Kasper kennt ihr doch noch, oder? Ja, wir schalten jetzt live zum Kasper, der den Eierdieb sucht. Oh, hallo, ich bin's, der Kasper. Was macht ihr denn hier? Na, schön, dass ihr da seid. Ich erwarte nämlich heute Besuch von meinem Freund, dem kleinen Küken. Wir wollten nämlich zusammen ein Osterfest feiern. Jetzt hat es sich schon ganz, guck mal auf die Uhr. 14 Uhr wollte es da sein. Jetzt ist es schon 15 Uhr. Wo der kleine Mann wohl wieder bleibt? Ach, naja, dann singe ich so lange noch mein Kasperlied. Tre tra tra la, tre tra tra la, tre tra tra la, tre tra tra la. Habt ihr das gehört? Das wird der kleine Mann wohl sein. Ich gehe mal schnell aufmachen. Tre tra la, tre tra la, tre tra tra la, tre la. Na hallo, Küken. Ja, schön, dass du da bist. Oh, du hast die Geschenke mitgebracht. Ja, schaff die schon mal hoch. Ich geh nur noch in die Küche was holen, ja? Ja, bis gleich. Tschüss, tschüss, tschüss.
Oh Mensch, du. Schön, dass du da bist. Komm mal her, lass dich mal knuddeln. Oh, mein Kleiner. Hattest du einen schönen Weg hierher? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist der Semmel wieder mit seinem Fahrrad vor dir gefahren? Das ist so eine Bummeltante. Hm. Deswegen hast du so lange gebraucht. Aber sag mal, was hast du denn für schöne Eier mitgebracht? Oh, ist hier ein blaues Chip, ein grünes Chip und ein rotes Chip, Chip, Chip. Ein gelbes, Entschuldigung. Mensch, und die darf ich behalten? Chip, 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 Chip. Ach, damit soll ich meinen Osterstrauß schmücken. Das ist eine gute Idee. Naja, okay, dann wir brauchen noch einen Faden, damit wir die Eier auch an den Strauch hängen können. Komm, ich weiß, wo der liegt. Der liegt nämlich unten in der Kammer. Komm, ich schnell. Kasper! 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 Ach, wo ist denn dieser Träumi wieder? Mensch, wir wollten doch zusammen Kaffee trinken mit dem Küken. Oh, was für schöne Eier. Egal. Mensch, der Kasper hat sich nämlich sein Lieblingsvesper gewünscht. Eierkuchen mit Erdbeersoße. Die liebt er so gerne. Eierkuchen. Eierkuchen. Ich habe ja die Eierkuchen noch gar nicht gemacht. Jetzt aber fix. Was braucht man denn für Eierkuchen? Auf jeden Fall braucht man dafür Eier. Ach, schnell, schnell in die Küche mit mir.